Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Und wir sind entspannt am Windenbach beim Team Spot suchen. Heute am Windenbach. Wir durchforsten die gesamte Area. Jeder hat sein Plätzchen zugewiesen bekommen. Und ich bin am Ende eingeteilt worden. Hier hinten am letzten Schniepi-Alten, da ist mein Spot. Also rennen wir mal schnell hin. Hoppi galoppi. Ja, es sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele wir wieder sind. Irgendwas zwischen 10 und 20 Mitangler heute oder das gesamte Wochenende über am Windenbach unterwegs. Und es wird wieder gesucht, was das Zeug hält. Was denn geht am Windenbach und an welchen Stellen vor allem. Und oh, ich muss hier weiter rüber. Ja, und ich habe, wie gesagt, hier den Platz Nummer 8, Area 8, zugewiesen bekommen. Schauen wir mal eben, wo das ist. Müsste ab hier so ungefähr sein. Kann das? Ziemlich genau sogar. Genau. Von hier bis hier unten. Hier ist ja irgendwo der Baumstamm, der liegt ja hier quer. Und in dem Bereich soll ich alles geben. Das Zeug rausziehen, alles was drin ist. Ja, und dann, wenn man hier schaut, die Bereiche sind eben dann unterteilt, ne? Hier vorne ist Bereich 1, 2, 3 ist hier oben, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Einmal halt jeder Bereich zugewiesen. Ja, und ich fange, glaube ich, einfach mal hier an. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Und da wir gerade Nacht haben, gehen wir einfach mal ganz klassisch hier vor. Schön mit den Grundrouten mit ganz feinem Setup. Micro Braid habe ich wieder drauf. Ich werfe das einfach mal hier so mittig hin. So, Bremse immer ein bisschen runter machen. Und die dritte auch. Zack. Wir hatten letztens im Livestream, hatten wir schon ein bisschen angefangen damit. Am Freitag. Und das Wettangeln, das geht ja, beziehungsweise das Wettangeln, das Team Spot suchen. Das geht ja dann immer von Freitags jetzt bis Sonntags, das ganze Wochenende über. Das reicht. Das heißt, wenn du Bock hast auf die nächste Suche am nächsten Gewässer, ja, dann einfach anmelden im Discord. Der Link ist unten drunter, unter dem Discord. Einfach da anmelden und dann im Bereich Team Spot Suche Bescheid sagen. Alden, ich wäre gern mit dabei. Und der Lord Morpheus und der Koboldchen, die beiden Lümmels, die kümmern sich darum, die tragen da auch sämtliche Spots zusammen. Und es entsteht dann dadurch Stück für Stück eine Gewässerkarte für alle Gewässer mit wichtigen Spots, wo was funktioniert. Also da sind wir jetzt halt dran und bauen dann quasi für die gesamte Community eben so eine Gewässer- oder so eine Spotkarte. An welchen Stellen man eben welche Fische fängt, mit welchen Ködern. Und ja, hoppala. Da sind wir, wie gesagt, gerade dran. So, es fängt ja hier gerade schon an zu bimmeln. Und da ist es auch. Ganz leichte Bisse. Ich glaube, ja, auf der 3 tut sich schon was. Im Stream hatte ich hier Muscheln auch dran und sowas. Und da geht's auch los. Hab's aber auch mit ein bisschen mit dem Spinning probiert. Das werden wir gleich am Tag auch nochmal... Oh, da geht einer rüber. Am Tag auch noch probieren. Und was ich dran hatte, waren Brassen. Und zwar gar nicht mal so schlechte. Jetzt haben wir hier mal eine Güster, okay. Ja, und auch hier natürlich wie... Zack. Wie bei den anderen Spots und bei dem anderen Spot-Suche. Video, auch hier natürlich alles wieder testen. Siehst du, haben wir schon direkt wieder eine Muschel. Alles testen an Ködern, wo man halt Bock drauf hat. Also es ist nichts vorgegeben. Man probiert einfach rum, investiert so viel Zeit, wie man gerade hat. Und teilt dann einfach das mit, was man hier gefangen hat. Das teilt man dann in dem Kanal Team Spot Suche einfach mit. Das heißt, man macht einmal eine Info dazu, was man für ein Setup hatte. Und dann macht man eine Info dazu, welche Köder man verwendet hat, beziehungsweise wie dann der Kescher aussieht.
an welcher Position. Ja, und dann hat man schon sämtliche wichtigen Daten fürs Spot-Suchen und das wird dann halt alles schön zusammengetragen. Na, ist da schon wieder was dran? Ich ziehe und ziehe und ziehe. Ne, manchmal sind ja die Muscheln da dran und dann hauen die so schnell ab. Jetzt. Ja, also, ich werde jetzt hier ein bisschen durchziehen. Mal gucken, was sich jetzt hier so ergibt an der Stelle. Und dann vielleicht auch da hinten auch nochmal probieren. Ich meine, ich kann ja ab hier, hier kann ich ja auch schon anfangen, ne? Genau, hier an dem Schniepi. Das ist schon ein anderer Bereich. Hier ist ja so ein klassischer Bereich auch für Döbel und so. Mal gucken, was dann da in der Mitte auch noch abgeht. Ich teste jetzt erstmal hier an der Stelle. Bis gleich. Und zack, ist doch noch wieder einer dran. Ja, also, jetzt stehe ich hier, ist gerade die frühen Morgenstunden und werfe hier quasi in der Mitte diese Lücke hier an, zwischen dem Geruschel hier, dem Gebüschel, zack, kleiner Gründling, und dem da rechts. Oh, ich hoffe nicht, dass ich da verhake. Ich habe mich gerade schon einmal verhakt, mit dieser super dünnen Schnur natürlich katastrophal. Heißt, ich musste neu starten gerade. Und jetzt bimmelt es hier gerade nochmal zart. Auch was dran. Und wieder los. Also, ich bin jetzt hier gerade nochmal dran mit Köcherfliegenlarve, Mistwurm und Fliege hole ich jetzt rein. Fliege und Borkenkäferlarve habe ich schon getestet. Da hat bisher noch nichts funktioniert. Und ich werde es hier dann doch auch noch ein bisschen auf Stippe gehen. Auch das natürlich noch testen. Ich freue mich schon auf die ganzen Ergebnisse. Guck mal da. Da geht es langsam los. In der Nacht war gar nicht ganz so viel. Hätte ich gedacht, dass hier vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Auch so in Richtung Muschel und so. Ein paar Muscheln habe ich bisher gefangen. Aber na, vielleicht hätte sich das auch noch erstmal noch ein bisschen einpendeln müssen. So ganz ewig lang war ich ja nicht hier. So, genau dahin. Und dann nehmen wir jetzt mal als dritte die Stippe hier raus. Das ändern wir auch nochmal eben um. Was haben wir denn an Tragfähigkeit? 4 Kilo sogar. Perfekt. Dann nehmen wir doch mal Fluorocarbon in 4 Kilo. Was sagt der Verschleiß? Der Blank? 100%. Die Schnur ist ein bisschen drunter. Dementsprechend hat ein bisschen Verschleiß. Dementsprechend sollte das ja passen. Sollte mir hoffentlich nichts brechen. Auch hier nehmen wir mal einen kleinen Haken. Nehmen wir mal einen 20er. Und ich gehe hier rein. Fangen wir mal an mit dem Caster. Benutzen. Und wir gehen so auf 36 cm. Ist doch ganz nett. So. Und es geht aber auch schon weiter. Ja, also, ich freue mich drauf. Wie gesagt, von der Aktion her super. Wir werden schön Stück für Stück sämtliche Gewässer erforschen und feststellen, wo was lückt. Und die Karte dann natürlich auch dementsprechend aktuell halten, um zu wissen, an welchen Gewässern, an welchen Positionen, mit welchen Ködern fängt man welche Fische. Und dementsprechend kann man sich dann deutlich gezielter auch an die Gewässer stellen. Gegebenenfalls auch ganz gezielt, guck mal hier, mehrfach Döbel jetzt, gegebenenfalls vielleicht auch gezielt dann Kaffeeaufträge abarbeiten und dadurch dann deutlich erfolgreicher natürlich auch hier noch angeln. So, ich teste jetzt hier noch ein bisschen das Stippen und ich würde sagen, ihr Lümmels, wir sehen uns dann im nächsten Video. Oder im nächsten Livestream, montags, mittwochs und freitags, immer ab 19 Uhr gibt es Russian Fishing. Und an den anderen Tagen andere Games, beziehungsweise demnächst auch New World. Aber um 19 Uhr ist das schon immer eine gute Zeit. Petri, ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal. Tschüss.